Als das mit Ihnen bekannt wurde, sehr bekannter Grüner, der jetzt geht, da muss man ja schon die Frage stellen, 25, das klingt gut, aber ist das nicht auch eine Flucht in der Halbzeit einer Regierung, wo man ja als Grüner schon frustriert sein muss? Jetzt sind Sie endlich dort, wo Sie hinwollten, nämlich an der Macht regieren, in einer Wunschkoalition vielleicht. Und dann läuft es so schief, genau, und läuft diese ganze Ampel so schief, handwerklich so schief, so möchte ich es mal sagen, in einer Zeit, wo überhaupt die Welt drumherum irgendwie auseinanderfällt und man es nicht schafft, auch als grüne Partei nicht, als grüne Regierungsmitglieder nicht, da wirklich einen Stempel zu hinterlassen. Gerade wenn man eine Zeit hinter sich gebracht hat, wo man so viel bewegen wollte. Also mein erster Gedanke war, huch, da geht jetzt einer von Bord. Und so ganz, finde ich, auch mit der Mitte der Halbzeit kann man das gar nicht, Mitte der Halbzeit, Mitte der Legislaturperiode, nicht so wegwischen. Und eigentlich ist es doch gerade total frustrierend. Ihre Parteivorsitzenden, Ihr Landwirtschaftsminister, das sind ganz honorige Politiker, die wollen sprechen, die können gar nicht mehr öffentlich reden, die werden angefeindet. Also ist es nicht auch so ein bisschen ein Verlassen der Titanic? Das sind, glaube ich, zwei Dinge. Das eine, ich habe 25 Jahre auf beiden Seiten, Opposition und Regierung, gearbeitet. Mhm. Ich weiß, was Mitte einer Legislaturperiode ist. In den USA heißt das Midterms Elections. Und da sage ich, ich habe die Erfahrung gemacht, als ich an der Regierung war, verantwortlich gewesen, hatten wir zur Mitte der Legislaturperiode 15 Landtagswahlen verloren, 20.000 Parteimitglieder oder 15.000 Parteimitglieder verloren, und bei der Europawahl hatten wir uns halbiert. Zwei Jahre später waren es die Stimmengewinne der Grünen, die Edmund Stoiber verhindert haben. Das ist ein, man könnte sagen, Schweinezyklus an dieser Stelle. Deswegen sehe ich das mit großer Gelassenheit. Wenn ich das heute vergleiche, dann stelle ich fest, wir sind in den Umfragen stabil da, wo wir im Wahlergebnis waren, anders als unsere Koalitionspartner. Mhm. Wir haben in der letzten Woche sogar zugelegt, anders als unsere Koalitionspartner. Wir haben Mitglieder dazu gewonnen. Also Sie müssen mir nachsehen, ich bin relativ entspannt, was in der Mitte der Legislaturperiode verglichen mit meinen Regierungserfahrungen ist. Und ich könnte diese Erfahrung auch von anderen Regierungen sagen, wie es denen Mitte der Legislaturperiode geht. Das andere, was Sie gesagt haben, das ist, glaube ich, kein Problem, was wir als Grüne haben. Sie meinen, ich glaube, dass die größte Veranstaltung, die Grünen neben Parteitagen im Jahr haben, der politische Aschermittwoch in Biberach, das ist ein Großauftrieb, wenn der nicht mehr durchgeführt werden kann, weil die Polizei nicht in der Lage ist, ungefähr 200 militante Reichsbürger an dieser Stelle zurückzuhalten, dann hat diese Demokratie ein Problem und nicht die Grünen. Das war nicht irgendeine kleine Veranstaltung. Es war eine Veranstaltung, wo der Ministerpräsident, der dort in der Koalition mit der CDU regiert, sprechen sollte. Und diese Entwicklung ist etwas, was nicht solitär steht. Davor hat es Fälle gegeben, in Baden-Württemberg, übrigens in der gleichen Region, in Schwaben, wo Reichsbürger Veranstaltung der Grünen Neujahrsempfänge. Das ist so das Harmloseste, was man sich vorstellen kann. So ein Neujahrsempfang, da kommt der Landrat hin und alle und die Sparkasse und man tritt da und alle Parteien machen sowas. Ja. Ne? Da, wo diese gesprengt worden sind. Ich glaube, dass wir vor einer Situation stehen, wo die Demokratie sich fragen muss, ob sie die Wehrhaftigkeit hat, die sie braucht, um gegen solche Gewalttäter vorzugehen. Ich meine, wenn Sie das mal vergleichen, als Sie wirklich ganz aktiv im Wahlkampf unterwegs waren, um Zustimmung werben mussten, sind Sie da mit massivem Personenschutz aufgetreten? Ich habe als Bundesumweltminister gelegentlich bei bestimmten Veranstaltungen Personenschutz gehabt, in der Regel nicht. Ich bin zum Teil mit dem Fahrrad, mit der U-Bahn in mein Ministerium am Alexanderplatz gefahren. Ich habe zweimal Wahlkämpfe als Spitzenkandidat gemacht, einmal mit Renate Künast und einmal mit Katrin Göring-Eckardt. In beiden Wahlkämpfen hatten wir keinen Personenschutz nötig. Ich
Das war einfach nicht so. Heute würden und das Sie war heute 2013 in dem Wahlkampf, so, wo ich Land auf Land ab wegen meiner Steuerpolitik beschimpft worden bin. Genau. Trotzdem konnte ich überall ohne Personenschutz hingehen. Es gab keinerlei Gefährdung. Sie haben dann einen ordentlichen Denkzettel bei der Wahl bekommen, das was ja ein sehr demokratischer Vorgang ist. Das ist auch angemessen. Und wenn man sich mit seinen Argumenten nicht durchsetzt und verliert an dieser Stelle, muss man das akzeptieren. Aber ich habe nie die Situation gehabt, dass wir sozusagen physisch in dieser Form bedroht worden sind, was heute Ricarda Lang, Omid Nuripur, Cem Özdemir, der das schon lange hat. Cem wird in einer Weise bedroht, wurde er schon, als er in Anführungsstrichen nur Abgeordneter ist. Da tobt sich wirklich blanker Rassismus aus. Würden Sie heute Ihrem Spitzenpersonal empfehlen, ohne Personenschutz irgendwo aufzutreten? Ich würde immer mich bei diesen Fragen davon abhängig machen, was, und so haben wir das damals auch gehalten, was die Verantwortlichen der Sicherheit, also des BKA, an dieser Stelle sagen, weil die können das gut beurteilen. Und ich habe mich und habe die Personenschützer, die ich kennengelernt habe, immer als außerordentlich angenehm und verantwortliche Personen erlebt. Ich musste vorhin ein bisschen zusammenzucken, weil also ich finde, wenn man beobachtet, wie sich der Diskurs entwickelt hat bei uns, dann ist Erding in der Tat ein Kipppunkt gewesen, aus meiner Sicht, aber nicht ins das Ende der grünen Hegemonie, sondern eigentlich die Idee, dass man als Demokrat, also die, was Herr Aiwanger gesagt hat, immerhin stellvertretender bayerischer Ministerpräsident, die bayerische Staatsspitze hat sich dann nicht nehmen lassen, gemeinsam auf diese Demonstration zu fahren, also Ministerpräsident Söder und seine Vize, und hat gesagt, wir müssen uns die Straße oder zurückholen. Die schweigende Mehrheit. Wissen Sie was? Wir hören einmal kurz rein, weil es, glaube ich, wichtig ist. Und weil Sie Thema sagen, Herr Röder, Kipppunkt. Genau, Kipppunkt. Und Sie Diskurs. Sagen, das war ikonisch in vielerlei Hinsicht. Wir hören einmal kurz rein, ein ganz entscheidender Moment. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin so. Denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren. Wenn diese Berliner Regierung nur einen Funken Anstand hätte, würde sie nicht nur das Gesetz zurückziehen, sondern würde ja selber zurücktreten. Hier steht heute die Mitte der Gesellschaft. Diese Mitte der Gesellschaft wird diese Berliner Chaoten vor sich hertreiben. Herr Röder. Das ist natürlich eine Veranstaltung, wo die Stimmung hochgeht. Die Mitte der Gesellschaft nimmt jeder für sich in Anspruch. Ich finde den interessantesten Satz, den Aiwanger da gesagt hat. Den mit dem, dass die Bürger den Eindruck haben, dass sie sich die Gesellschaft, die Demokratie zurückholen müssen. Das ist, Sie hatten das vorhin schon angesprochen, ja institutionell falsch. Die Demokratie hat ja kein institutionelles Problem. Es gibt keine Wahlen, die irregulär stattfinden würden. Das stimmt nicht. Sie müssen mal wiederholt werden, wie in Berlin oder so. Aber, ja, aber das, prinzipiell, das stellt ja die Legitimität der Demokratie und ihrer Institutionenordnung nicht in Frage. Ich finde etwas anderes interessant, wenn er sagt, die Demokratie zurückholen. Wenn ich die Demokratie jetzt nicht von den institutionellen Verfahren her definiere, sondern von der politischen Öffentlichkeit her. Und so kann man das ja machen. Das Bundesverfassungsgericht hat im Urteil zum Lissabon-Vertrag 2009 gesagt, politische Öffentlichkeit, das ist der Kern einer Demokratie. Und dann hat Aiwanger eigentlich nichts anderes getan, als das anzusprechen, was beispielsweise das Demoskopie-Institut in Allensbach seit einigen Jahren festhält, dass eine zunehmende Zahl der Menschen den Eindruck hat, sie können ihre Meinung nicht mehr frei äußern. Dass mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung den Eindruck hat, dass sie ihre Meinung nicht frei äußern kann. Und wenn das der Fall ist, dann muss man diesen Befund ernst nehmen. Und ich glaube, das ist Teil dessen, was Sie vorhin schon ansprachen. Und dass die Menschen den Eindruck haben, dass sie ihre Meinung nicht frei äußern können. Das
sucht sich dann irgendwo ein Ventil. Und ich glaube übrigens, bei den Dingen, die wir vorhin gesehen haben, die Bauernproteste gehören ja auch mit dazu, sind wir tatsächlich im Moment an einem Punkt, wo etwas Ähnliches stattfindet wie in Paris oder in Frankreich, die Gelbwesten-Proteste es gewesen sind. Und das bricht sich auf eine etwas ungeregelte, etwas ungeschlachte Art Bahn. Entschuldigung, aber das ist der Wirtschaftsminister und bayerische Minister, stellvertretende Ministerpräsident, der sich hinstellt und auf einer Demo gegen die Ampel, gegen die kann er ja politisch sein, aber sagt, wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Wo sind wir denn? Ich finde, da war was ikonisch, aber das war ikonisch schlecht. Und das ist gekippt. Und Söder, also da, ich finde, dieser Auftritt hat gezeigt, dass was kippt, was nicht hätte kippen sollen. Und das ist für mich die Folge in Biberach. Aber Sie wissen, was der Anlass für diese Demonstration in Erding war. Ja, das war das Heizungsgesetz. Ein total miserables, handwerklich schlechtes Heizungsgesetz. Eine Kabarettistin, die am gleichen Wochenende ihr Haus für 5 Millionen zum Verkauf gestellt hat, es zur sozialen Frage erklärt hat, dass sie keine Wärmepumpe einbauen können. Da lachen doch die Hühner drüber. Ja, aber das finde ich jetzt ein bisschen kleinlich, wenn man sich an den... Das ist nicht kleinlich. Doch, also da hat sich jemand als Mitte der Gesellschaft, als sozial überbelastet ausgegeben, die in der Lage ist, ein Haus für 5 Millionen zu halten und zu verkaufen. Frau Gruber, so und das so Zweite viel, will ich Ihnen auch sagen. Ich teile ja Ihre Einschätzung, dass das ikonisch war. Mhm. Ja, es war ikonisch. Man hat genau das genommen, dass man für sich beansprucht hat, den wahren Volkswillen gegen die gewählten Institutionen zu mobilisieren. Und dieses aus der Mitte einer Staatsregierung heraus, unter übrigens beifälligen Nicken von Markus Söder. Und das Ergebnis ist ein Prozess der Enthemmung, der dazu geführt hat, dass wir in Oberschwaben, in Oberfranken, Kreisverbände der Grünen keine Veranstaltung mehr machen können, dass Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten, das sind also ganz einfach Angestellte, bedroht werden, und zwar gewaltsam bedroht werden. Das ist das Ikonische, was da stattgefunden hat. Ja, es war ikonisch. Es war die Einleitung eines Prozesses zur Enthemmung des politischen Diskurses. Aber ich glaube, da sind wir an einem Punkt. Herr Röder, Sie dürfen sofort, bitte noch, um das Bild sozusagen einmal ganz zu malen. Es gibt noch einen Tweet von Ihnen, Herr Trittin. Sollten wir uns einmal kurz angucken, weil Sie ziehen da auch eine Linie. Ja. Da, Sie schreiben es ja sogar genauso, wusste ich jetzt nicht. Eine direkte Linie von Passau nach Biberach. Wer wie Markus Söder Steffi Lemke mit Margot Honecker vergleicht, haben wir vor 2 Wochen mit ihr darüber gesprochen, befördert genau jene Enthemmung, die den rechten Mob gegen Cem Özdemir, über den Sie gerade gesprochen haben, und auch Herrn Kretschmann befeuert. Hat er da einen Punkt? Ich habe das erlebt. Frau Lemke saß hier und ich sag mal, man kann in der Sache immer hart streiten und man kann über grüne Ideologie sprechen und man kann das alles vollumfänglich ablehnen, das kann man alles tun. Aber jemanden wie Steffi Lemke, wenn man ein bisschen die Biografie von Frau Lemke kennt, die war eine der ersten Umweltschützerinnen, in dem Fall in der DDR. Das ist also jemand, dem das ein echtes Anliegen ist. Nochmal, man kann das alles doof finden und so weiter. Die hat unter Honecker gelitten, die durfte nicht studieren und so weiter. Also diese ganze Biografie kontrastiert so hart mit dem, was da steht. Ja? Also sie mit Margot Honecker zu vergleichen. Und ich konnte spüren, wie Sie, das war als Frotzelei wahrscheinlich gemeint von Markus Söder, will ihm gar nicht unterstellen, dass er da jemandem jetzt wirklich Übles wollte. Und ne, Bierzelt und Fasnacht und so weiter, alles gut. Trotzdem, man konnte spüren, wie sehr sie das getroffen hat, richtig getroffen hat, auf eine Art und Weise. Ich dachte, wow, Steffi Lemke, kenne die nicht wirklich gut, aber das ist ein Profi, die hält wirklich was aus. Ja. Der kann man sich sehr, sehr gut streiten und die zieht auch nicht zurück und ist auch nicht nachtragend. Profi. Mhm. Aber das hat sie richtig verletzt und das ist schon ein neuer Sound. Ja, und das verstehe ich auch. Das hätte mich an Ihrer Stelle genauso geärgert. Und ich finde das eine völlig deplatzierte Bemerkung. Und um eines zu sagen, ich finde, es ist durch nichts zu rechtfertigen, wenn Gewalt ausgeübt wird, egal gegen wen. Diese Proteste, dass also eine Veranstaltung der Grünen nicht stattfinden kann, ist völlig inakzeptabel. Das ist einer der Punkte, wo wir mit allen rechtsstaatlichen Mitteln durchgreifen müssen. Ich würde aber gerne noch mal auf das zurückkommen, was Herr Trittin sagte. Weil Aiwanger.
Es geht um diesen ganzen Ton. Es geht darüber um den ganzen Ton. Und das ist genau das, was mich so umtreibt in diesem Land. Mhm. Sie haben ja recht mit dem, Herr Trittin, was Sie sagen. Aber das ist ja eine Entwicklung, die wir auf verschiedenen Ebenen, auf unterschiedlichen Seiten sehen. Meine Kollegin Susanne Schröter hat letztes Jahr im April eine Professorin für Islamwissenschaft und Ethnologie in Frankfurt, hat eine Veranstaltung in Frankfurt gemacht mit dem Thema Migration, Steuern, Pluralität gestalten. Da ist schon im Vorfeld so viel Hass aufgebaut worden. Mhm. Da sind die Teilnehmer zu der Konferenz gekommen, sind allesamt als Nazis beschimpft worden. Mhm. Und das, was Sie kritisieren, und ich teile völlig diese Kritik, wird gespiegelt auf der anderen Seite von dieser Kritik an Nazis und an Menschenfeinden. Und das ist das, was mich so umtreibt. Tatsächlich dieser neue Ton, diese Polarisierung in unserer Gesellschaft. Sie sagen, dass die Stimmung im Land ist eine ganz andere, als 2013 der Fall ist. Und deswegen ist das, was mich umtreibt, ist diese Polarisierung, und ich glaube, wer es gut meint mit der Demokratie, bringt diese Polarisierungsspirale zum Stoppen, die wir erleben. Da bin ich auch wiederum bei Ihnen. Nur ich will noch mal einen Unterschied sagen. Ich habe die letzten Tage, haben wir ja erlebt, dass sehr viele Menschen in einer Stadt wie Lingen, 50.000 Einwohner, stabile Hochburg emsländische CDU, sind 12.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Bedrohung der Demokratie zu, und zwar parteiübergreifend. Ich finde das ganz toll. Ich würde trotzdem nicht auf die Idee kommen zu sagen, das ist jetzt der wirkliche Wille des Volkes. Der wirkliche Wille des Volkes drückt sich am Ende immer in Wahlen aus. Das ist so. Und ich finde, diese Form, miteinander umzugehen, die sich in diesen Demonstrationen parteiübergreifend wiedergespiegelt hat, ist eine vernünftige Antwort gegen diese Form des Hasses, der Ausgrenzung und der Inanspruchnahme, den wahren Volkswillen zu demonstrieren. Aber Herr, dann würde ich jetzt gerne eines sagen. Wir müssen aufpassen, und das gilt für alle Richtungen, das gilt für Sie und das gilt für mich auch, dass man nicht anfängt aufzurechnen. Ich würde dem Aiwanger auch nicht sagen, dass er für sich in Anspruch genommen hat, den Willen des Volkes wiederzugeben. Es gibt so Tendenzen auf allen Seiten. Nein, Entschuldigung, der erste Teil ist ja auch genauso interessant. Aber wenn wo sagt der Aiwanger, dass er das... Ich will es einmal kurz sagen. Er sagt, da gibt es diese schweigende, große schweigende Mehrheit, die sich jetzt sozusagen die Demokratie zurückholen muss. Sie können natürlich mit den Umfragewerten der Ampel argumentieren. Ich will den Aiwanger jetzt gar nicht verteidigen. Ich wollte nur sagen, also im Hinblick auf die Frage... Umfragewerten der Ampel, das verstehe ich nicht. Also die können doch sein, wie sie sind. Und dagegen kann man natürlich auf die Straße gehen. Und repräsentative Demokratie sagt, dass diese Regierung vier Jahre Zeit hat, alles durchzusetzen, was sie durchsetzen will. So. Deswegen sage ich ja, das ist institutionell völlig in Ordnung. Ich habe aber, ich will es noch mal wiederholen, auch gesagt, ich möchte jetzt wirklich nicht den Hubert Aiwanger verteidigen. Das, nein, aber es ist doch intellektuell interessant, mal darüber zu reden, warum Sie sagen, das war ein ikonischer Moment. Ja. Und da kann man sich, ich habe mich mit ihm auch hier darüber gestritten und sagt, Entschuldigung, als jemand, der selber Teil dieses Systems ist, sozusagen sich auf stellvertretender bayerischer Ministerpräsident, laut darüber nachzudenken, dass irgendwie irgendjemand die Demokratie geklaut hat und er muss sie sich jetzt zurückholen, sozusagen, das klingt seltsam. Ich sag noch mal, Lanz, in institutioneller Hinsicht habe ich ja gesagt, ist das falsch? Ist das auch... aber mir geht es um was anderes. Mir geht es um die Frage, warum sagen Sie, das ist ikonisch. Hat er da, um es jetzt mal so zu wenden, hat er da möglicherweise einen Nerv getroffen? Ja, weil das ist das, was ich sagen würde. Er hat einen Nerv, diesen Nerv getroffen, dass demoskopisch gemessen mehr und mehr Menschen in diesem Land den Eindruck haben, dass sie ihre Meinung nicht mehr offen sagen können. Wir sehen das doch gerade, um ein ganz anderes Beispiel zu nennen. Leverkusen, ne? Haben Sie im Kopf? Leverkusen. Fußball, das ist das, was ich im Kopf habe. Es gibt nur einen bekloppten DFB und zwei Geschlechter. Ich meine, wenn Sie ein Transparent, wenn Sie sagen, es gibt zwei Geschlechter, brummt Ihnen der DFB eine Strafe von 18.000 Euro auf. Da sagen Leute, darüber kann man ja so oder so denken, aber wenn ich eine Strafe zahlen muss, wenn ich sage, es gibt zwei Geschlechter. Hier, ne? Und nur einen bekloppten DFB, der gehört dazu. Viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter. Aber dieses Transparent wurde, muss man einmal nur kurz erklären, wurde hochgehalten.
Wo war das? In Leverkusen? Ich glaube, in Leverkusen im Stadion. Genau. Der DFB hat dann eine Strafe dafür verhängt. Gegen den Verein und sagt, das so, geht so nicht, weil das beleidigt so, sozusagen. Wo ich jetzt mal sagen würde, zu sagen, es gibt zwei Geschlechter, fällt nach meiner Einschätzung unserer Demokratie immer noch unter Meinungsfreiheit. Und das sind aber diese Elemente und die erleben Sie auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Das Klima- und Energiepolitik ist das eine, Migrations- und Integrationspolitik ist das zweite und Geschlechterpolitik und Sexualität, das ist das dritte. Das sind doch die Felder, auf denen die Skandale hochgehen. Ich habe vorhin gesagt, diese Konferenz meiner Kollegin Susanne Schröter, wo dann die Teilnehmer als Nazis bezeichnet werden, wo sie als Klimaleugner bezeichnet werden, wenn sie sagen, die Energiewende oder der Atomausstieg von 2011 passt mir nicht oder ich bin gegen das Verbrenner aus. Und Geschlechter und Sexualität, zwei Geschlechter, das ist das andere. Und das ist der Moment. Und insofern ist der Aiwanger hat ja auch in Erding in all dieser populistischen Art, mit der er das so vertritt, gesagt, die Leute wollen es Mama und Papa sagen. Und diese Idee, dass man das nicht mehr sagen kann. Aber man sagt das doch ständig. Ich höre das zahlen, ja, aber ja, aber Sie sehen gerade gegenderte Sprache. Also vielleicht kann man nein, das aber ich finde, wir machen es uns zu einfach, also, wenn wir sagen, würde ich jetzt, darf ich jetzt gerne schon sagen. Also aber, natürlich ja. Darf man doch, und das ist ja das Entscheidende, und das genau. Meine ich ja auch mit Hegemonie. Natürlich dürfen Sie alles sagen, und dann sagt man immer, dann wird man aber auch kritisiert. Es geht nicht darum, ob man etwas sagen darf oder nicht, sondern die Frage ist, darf ich etwas sagen und kriege dafür vielleicht Widerspruch? Oder darf ich etwas sagen und ich werde dafür als Nazi, als Menschenfeind, als Klimaleugner, als Transphob oder als Rassist etikettiert? Denn wenn Sie Menschenfeind, Nazi, Klimaleugner, Transphob oder Rassist sind, mit dem hier zu jemandem sprechen Sie nicht, dann sind Sie draußen. Das sind Ausgrenzungsmechanismen. Und mehr Leute fühlen sich ausgegrenzt durch diese Art der Moralisierung. Und das ist das, was die Stimmung insgesamt so anheizt. Und das ist, was mich so besorgt, weil das ist das, was wir auf der einen Seite erleben und auf der anderen Seite, ich sage das nochmal, was mit den Grünen passiert. Durch Ihre Wortwahl-Ikone und Hegemonie betreiben Sie ja auch eine Art Ausgrenzung. Also weil das bedeutet Hegemonie bedeutet immer Vorherrschaft. Und dann heißt das ja, der Aiwanger hat eigentlich in dem Moment eine grüne Vorherrschaft über die Köpfe beendet. Und das ist totaler Quatsch. Nicht beendet, er hat sie kritisiert. Entschuldigung, jetzt möchte ich mal ausreden. Ja. Ich glaube, man kann das sehr fein unterscheiden, was Herr Trittin und seine Parteiführung ja, zumindest die Parteiführung vielleicht eher gar nicht, aber was die erkannt hat, die haben am Anfang des Jahres gesagt, gendern, damit beschäftigen wir uns gar nicht, wir wenden uns den großen Themen zu. Also auch die Grünen haben erkannt, in einer, wie ich finde, jüngeren Parteiführung, Ricarda Lang und so weiter. Moment, die Leute sehen uns als Spielverderber. Mhm. Wir kommen auch nicht voran. Die Ampelregierung insgesamt leidet, dass das Heizungsgesetz handwerklich eine Katastrophe war. Gut gemeint, schlecht gemacht von Anfang an. Mhm. Würden Ihnen bei den Grünen, glaube ich, also bis vielleicht auf aber das zwei Vertreter ist doch, aber, alle sagen. Ja. So, ja. Das ist ja das eine, aber und dass man dadurch so eine gewisse Miesmacherstimmung, Veränderungskritik und so weiter hat, völlig klar. Aber dass die Reaktion darauf ist, dann sozusagen mit populistischem, die haben den, was hat er gesagt, Arsch offen in Berlin und wir müssen uns zurückholen. Sorry, das ist also genau, das ist sozusagen das, das Pendel schlägt dann in da die andere Richtung. Darf ich da noch mal dazu sagen? Ich habe ihn danach gefragt, einmal kurz in Schutz nehmen und da würde ich auch mal sagen, komm, okay, Abzug in der B-Note, aber er sagte, wissen Sie, es war unvorstellbar heiß, es ist diese Veranstaltung und da steht man da oben und dann redet man einfach so frei Schnauze, ja, und dann rutscht einem halt schon mal sowas raus. Das würde ich jetzt nicht auf die Gold gelegen. Nein, interessant. Ich würde auch gerne hinterher in Verdacht wegen eines Flugblatts und so weiter. Das war aber das gehört ja dazu. Das gehört ja dazu, finde ich. Einmal den Gedanken zu Ende. Und wenn ich das nochmal sagen darf, wenn ich sage ikonischer Moment und Hegemonie, dann sind das zunächst mal gar keine bewährten Begriffe. Wenn ich sage ikonisch, will ich das auch nicht überhöhen, sondern ikonisch heißt, da ist das Ganze sehr greifbar geworden. Das meine ich damit. Das ist, diese Veranstaltung ist wirklich sehr greifbar geworden. Also Sie haben ja auch recht, weil es wurde ja auch unglaublich viel darüber gesprochen. Und dann ist es ja sofort losgegangen. Und das, was Sie gerade sagten, die Kritik an Aiwanger ging ja sofort los. Und das Interessante, und deswegen finde ich das so, also ikonisch heißt signifikant für das, was da vorgefallen oder vorgelaufen ist, ist der
Aiwanger ist dafür ja massiv kritisiert worden. Mhm. Und dann die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung mit diesem Flugblatt, wo man dieses Flugblatt von Aiwanger aus seiner Schülerzeit ausgegraben hat. Wo ich immer sagen würde, für das Ding hätte der von der Schule fliegen müssen, aber zu seiner Zeit als Schüler und nicht 35 Jahre später. Angeblich hat er seinen Bruder geschrieben, aber gut, das wollen wir jetzt das, sagen. Das lassen wir wirklich mal beiseite, glaube ich. Aber das Interessante ist... Entschuldigung, aber... nicht unwichtig, wenn es um Glaubwürdigkeit geht. Also entweder kannst du klar den Nachweis führen, dass er das geschrieben hat, oder du kannst es nicht. So, und das konnte man nicht. Und wenn du es nicht kannst, dann passiert das, was passiert ist. Dann wird er sozusagen zum Märtyrer und profitiert am Ende sogar davon. Das mal geschenkt. Aber das Entscheidende ist ja, die Süddeutsche hat das aufgegriffen und... Die Journalisten der Süddeutschen selbst gesagt, Mann, da haben wir aber ordentlich Kampagne gemacht. Und diese Kampagne ist aber zum Bumerang geworden. Und das war das Interessante daran. Der Aiwanger, ein Jahr vorher, wäre der mit so einer Berichterstattung politisch erledigt gewesen. Und in dieser Situation Das teile ich nicht. Also ich glaube, ein Jahr vorher hätte der Söder ihn auch fallen lassen. Und auf einmal merkt man, da kippt was um. Und der Aiwanger war ja kurz davor, dass er das politisch nicht überlebt. Und das Ganze wird zum Bumerang. Und bei der Wahl gewinnen die Freien Wähler auch noch dazu. Ja, und meine Interpretation, aber über die können wir ja streiten, meine Interpretation ist, das ist ein Zeichen dafür, in dem Sinne ikonisch, ein Zeichen dafür, dass was gekippt ist. Ich nur der Gedanke einmal, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Trittin, aber da würde ich schon immer sagen, da muss man dann wirklich sauber sein. Die Leute haben auch ein sehr feines Gespür für Fairness. Ja, also wirft man jemandem zu Recht etwas vor, heißt, hat man auch den Beleg dafür, kann man es wirklich belegen, kann man sagen, okay, der war das, das hat er geschrieben, konnte man aber nicht. Und deswegen blieb ja dieses ungute Gefühl zurück, dem wird da möglicherweise was untergeschoben. Kann sein, kann nicht sein. Leute haben ein feines Gespür dafür. Ich würde sagen, sowas kann man politisch dann auf jeden Fall überleben. Es war einfach dann an dem Punkt auch nicht sauber. Das Ergebnis ist dass der Aiwanger mit der Situation, über die Sie sich jetzt gerade auch erregt haben, dass der damit politisch sicher durchgesetzt hat. Aber würden Sie nicht den Tweet, den wir gerade gesehen haben, von Jürgen Trittin, vielleicht können wir den noch mal zeigen. Er sagt, da führt eine direkte Linie zu auch Markus Söder, der dann jemanden wie Steffi Lemke mit Margot Honecker vergleicht und so weiter. Und da gibt es diese Enthemmung. Die Frage auch, welche Rolle spielen Medien dabei? Was würden Sie sagen, Herr Trittin? Das weiß ich nicht, aber ich finde schon, dass die Art und Weise, wie in Bayern nicht nur von Herrn Aiwanger, sondern auch und gerade von Markus Söder Wahlkampf gemacht worden ist, zu dieser Enthemmung beigetragen hat. Und das hat etwas mit dem zu tun, was Frau Münzermann am Anfang gesagt hat. Sagen die Grünen, mit diesem ganz postmodernen Quatsch beschäftigen wir uns nicht. Wir konzentrieren uns auf die wirklichen Dinge. Wir wollen, dass Deutschland unabhängiger wird vom Import von fossilen Rohstoffen. Wir wollen diese Industrie modernisieren. Das ist ja alles harte Politik. Das ist ja nicht postmodern. Nee. Und das ist auch nicht gefühlig. Dann wird sozusagen von der politischen Rechten, Söder, Aiwanger, demokratische Rechten, das ist ja missverstanden. Ja, demokratisch gemeint, ja, ist schon klar. Nicht missverstehen, der nicht rechtsradikal, einfach nur im Gegensatz zu links. Von der demokratischen Rechten wird sozusagen eine Kampagne gefahren, die beschäftigt sich nicht mit Alternativen dazu. Also zum Beispiel, wir wollen hier mehr Gaskraftwerke haben statt Windkraftanlagen. Wäre ja eine Antwort gewesen von Söder. Sondern es wird eine Kampagne gefahren. Angeblich würden die Grünen den Leuten vorschreiben, wie viel, was sie essen wollen. Und so. Das heißt, der Ausweg ins Postmaterialistische und Postmoderne an dieser Stelle geschieht als Antwort auf eine realpolitische und industriepolitische Herausforderung. Ja. Und das ist das, was den politischen Diskurs zum Teil sehr schwierig macht, weil ehrlich gesagt die meisten Grünen interessiert die Frage des Genderns so wenig. Also Herr Trittin, da würde ich jetzt auch mal anderer Meinung sein. Wenn Sie an einer Universität sind, weil wir vorhin das Gendern sahen, also wer das generische Maskulinum verwendet, wird schnell als rechts diskreditiert. Ich bin ja froh, dass ich nicht mehr an der Universität sondern nur noch für einen Wahlkreis, der einer Universität war. Aber ich kann Ihnen sagen, aus der 25 Jahren Tätigkeit als Parlamentarier und noch länger in den Grünen,
akut, wenn Sie bei den Grünen irgendwie punkten wollen, dann müssen Sie über Klima reden, dann müssen Sie darüber reden, wie der Ausbau erneuerbarer Energien funktioniert. Also die, Ich glaube, das stimmt für Frau Paus und das gesellschaftspolitische Ministerium, das sie führt, aber nicht für Sie. Und Sie müssen darüber sprechen, wie diese Gesellschaft mit Menschen, die aus Not hierher fliehen, umgehen. Das ist ein sehr ernstes Problem, aber das ist, sind nicht die Themen, die Herr Söder in den Wahlkampf gestellt hat, wo er jeden Tag einen Fleischkäse versucht hat zu verspeisen und ähnliches. Naja, irgendwie sind diese Seiten mittlerweile so unvereinbar, weil die Grünen auf der einen Seite schon, finde ich, auch eine Klientelpolitik machen mit Themen, die viele Menschen nicht bewegen, die die Mehrheit auch gar nicht Beispiel, Frau Münzer, machen Sie mal konkret. Transsexuellen Selbstbestimmungsgesetz. Herr Özdemir, Ernährung. Immer ganz schwieriges Thema. Es ist total richtig, darauf aufmerksam zu machen, wie man sich gesund ernähren soll. Ein Problem ist aber immer dann, wenn man es den Leuten vorschreibt, wenn man dann Werbung verbieten will, ohne mal überhaupt zu überlegen, was das bedeutet für andere, die Werbung treiben. Jetzt transportieren Sie aber genau die Unterstellung, die ich gerade bei Cem bestreiten würde. Cem hat nicht gesagt, ich möchte Werbung von mir, er möchte, dass die Dinger in der Werbung wahrheitsgemäß etikettiert werden. Ja. Was ist daran bevormunden? Geld für Schulkantinen. Nein. Entschuldigen Sie. Sie behaupten, wir wollten bevormunden und wir verfahren eine Politik, die sagt, wir wollen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten in der Lage sind, zu beurteilen, was sie essen. Das heißt, wir betreiben Aufklärung statt Bevormundung. Wissen Sie, was interessant ist? Das ist der interessanteste Anspruch. Aufklärung. Und Sie sagen, dass Herr Aiwanger beansprucht, den Willen des wahren Volkes zu kennen. Das ist ja sehr interessant. All die Beispiele, die wir jetzt hören, das ist die Frage, die ich mir immer stelle und auch im Vorfeld dieser Sendung gestellt habe, auch an Sie, Frau Münstermann. Heizungsgesetz zum Beispiel. Warum geht all das immer tatsächlich im Moment auffällig mit den Grünen nach Hause? Das hat ja diese Ampel gemeinsam beschlossen. Das haben die gemeinsam so gemacht. Das war bei vielen Vorhaben so. Aber der FDP-Minister hat sofort gesagt, ich will das nicht machen und hat es auch in den Kabinettsbeschluss reindiktieren lassen. Also, ja, aber das können wir auch, wenn wir einen guten Job machen medial, können wir das auch sofort entlarven und sagen, hören Sie mal zu, Sie sind Teil dieser Koalition, Sie haben das mitgetragen, Sie können doch nicht ernsthaft etwas mitbeschließen, um dann hinterher direkt wieder zu sagen, ist nicht so gemeint. Das geht auffällig häufig mit den Grünen nach Hause. Und ich frage mich, warum das so ist. Und es gibt einen interessanten Satz von Jürgen Trittin dazu, der sagt, diese Enthemmung hat zu tun mit einem Dauerfeuer von Einstellungen, Verleumdungen, offenen Lügen, wie sie im bayerischen Landtagswahlkampf nicht nur von Herrn Aiwanger, sondern auch von Herrn Söder praktiziert worden sind. Und das hat viel damit zu tun, dass es in Deutschland eine Zeitung gibt, die der Auffassung ist, man könne mit Lügen und Gewalt aufrufen, auch Politik betreiben. Wen meinen Sie? Sie meinen die Bild-Zeitung. Gewaltaufrufe? Ja. Ich lese die Stimmung, die die Bild-Zeitung verbreitet, ist eine Stimmung des Hasses. Gegen bestimmte Gruppierungen in diesem Lande. Und damit wird eine Enthemmung gegenüber Gewalttätern betrieben. Nochmal, Sie sagen, man könne mit Lügen und Gewaltaufrufen auch Politik betreiben. Das ist ein saftiger Vorwurf. Ja, die Unterstützung zum Beispiel derjenigen, die da diese Blockaden gemacht haben, das Abfeiern davon, was ist das anderes? Ich hab da überhaupt gar keinen... Das ist echt ein hartes moralisches Urteil, finde ich. Ich will Ihnen aber in einem Punkt eine Antwort geben, warum das oft bei den Grünen landet. Das heißt, etwas mit der Entstehungsgeschichte und dem Kern der Grünen zu tun. Mhm. Der Kern der Grünen ist, sie gehen davon aus, dass man, wenn man diese Welt in dieser Form erhalten will, sie verändern muss. Das führt dazu, dass die Grünen, ich habe mal gesagt, veränderungswütig sind. Mhm. Ja. Und das ist eine gute Erklärung für viele Soziologen, die sagen, dieses Land ist veränderungsmüde. Und das ist der Kern. Und deswegen werden diejenigen in dieser Koalition, die SPD, die sagt, Leute, seid nicht feige, lass mich hinter den Baum. Ne? Das ist ja die Haltung der SPD in vielen Fragen. Und die FDP, die sich dann von dem, was sie selber mit verabschiedet, vorbeugend distanziert.
So, das sind aber alles handwerkliche Probleme. Das strukturelle Problem ist, dass die Grünen in ihrer Art und Weise eine Partei der Veränderung sind. Und es gibt in dieser Gesellschaft nach Covid, nach den Erfahrungen mit der Krise, die noch nicht vorbei ist, durch den Ukraine-Krieg, auch Finanzkrise, mit all diesen Dingen eine Haltung, die sagen, wir sind auch ein Stück überfordert. Und das muss auch Veränderungspolitik der Grünen mit in Rechnung stellen. Total klug. Und das ist genau beim Heizungsgesetz nicht passiert. Das ist der Punkt, warum an dieser Stelle dieses... Da kam der Heizungshammer, das haben die Kollegen der Bild-Zeitung gemacht. Ich finde, zu Gewalt aufgerufen haben sie in keiner Weise. Aber gut, Robert Habeck stand lange im Mittelpunkt, weil das Gesetz aus seinem Hause war. Und ich finde, Sie haben das hervorragend beschrieben, genau an diesem Gesetz, was ja also für die Klimatransformation in diesem Land hin zu einem klimafreundlicheren Land total sinnvoll ist, wurde aber an den Menschen vorbei kommuniziert, vorbei geplant. Wir reden gar nicht davon, dass eine kommunale Wärmeplanung, die man hätte vorher machen müssen, dann hinterher kam und so weiter. Es wurde in einer Arroganz auch von dem dann zurückgetretenen Staatssekretär Greichen, auch ein Grüner, sozusagen auch durchgepeitscht in diesem Ministerium, dass man damit jetzt raus muss, wo ich sagen muss, das ist doch so unklug, denn ihr Ziel ist ja her und sicher richtig, aber so lässt man Menschen verletzt zurück. Und dann kommt man zu dem, was Herr Röders These ist, dass sich dann ein Hass, also ihr habt so viel Feedback auf dieses Heizungsgesetz, gerade wenn man auch im Rheinland, im ländlichen Raum unterwegs ist und so, da gab es Ängste, die man überhaupt nicht mehr eingefangen bekam, weil es darum ging, wir müssen jetzt unser Haus sanieren, wir haben aber doch eh kein Geld und das kann man sehr so fortsetzen. Und das ist, glaube ich, etwas, was die ganze Ampelkoalition unterschätzt hat, was aber mit den Grünen nach Hause geht, weil die vielleicht besonders dran gelegen ist, möglichst schnell jetzt ihre Vorstellung von einer Transformation umzusetzen und das Land war nicht bereit. Die Wahrheit ist ja, dass dieser unfertige Entwurf, der um bestimmte Dinge gestrippt worden ist, aus der Ampel heraus indiskretioniert worden ist. Das war mit Sicherheit nicht die Grünen. Ich wollte Ihnen gar nicht so hart widersprechen an dieser Stelle. Ich wollte Sie nur auf eins hinweisen. Wenn dieses Gesetz in der Situation ein halbes Jahr früher gekommen wäre, wo alle Welt gesagt Angst hat, scheiße, wir haben eine Gasmangellage, dann hätten wir eine ganz andere Rezeption gehabt. Ich glaube, dass wir den Fehler gemacht haben, ich rede dann auch von Fehlern von unserer Seite, dass wir den Fehler gemacht haben, diesen Mechanismus, den wir in den 2 Jahren, wo wir alles getan haben, um eine solche Gaskrise zu vermeiden. Und da haben wir Gesetze gemacht. Also ich habe als Abgeordneter nicht alle Details immer gesehen, über die ich entschieden habe. Das muss ich an der Stelle sagen. Aber es ist sozusagen eine Politik der Krisenbewältigung gemacht worden. Und das ist ein Instrument, was für eine strukturelle Reform, die dann in einer ruhigeren Zeit findet, die falsche Methodik ist. Das ist so.